Der Glaube der Götter. Bei den Göttern hingegen stellt sich schnell gute Laune ein über ihren erfolgreich geglückten Plan. Fast feiernd saßen sie um die große Tafel und stießen mit den verschiedensten berauschenden Getränken an, die man durchaus als göttliche Alkopops verstehen konnte, da sie eine alkoholische Komponente, meist Met oder Wein, und dazu Ambrosia, das Getränk der Götter, welches wie Himbeerfassbrause schmeckte, beinhalteten. Freudig anstoßend feierten die Götter und dabei rief Orbitos aus: Wunderbar, es hat geklappt! Jetzt kann das Rennen endlich weitergehen! Ich finde auch die Idee von Panfaulus durchaus sinnvoll, sie nach der Anzahl der gelösten Aufgaben zu bewerten und nach der Schnelligkeit derer Erledigung. Er wandte seinen Blick Gaira zu und sprach weiter: Hast einen klugen Jungen. Ja, brachte Gaira gedanklich abwesend vor und schob ihren Kelch mit dem Getränk nachdenklich zwischen ihren beiden Händen auf der Tafel hin und her. Orbitos bemerkte, dass etwas nicht stimmte und fragte daher mit für ihn fürsorglichen Ton, der jedoch immer noch streng und donnernd klang: Stimmt etwas nicht? Sie hob ihren Kopf und sprach eilig: Nein, nein, alles okay, ich denke gerade nur nach. Sie nippte kurz an ihr Getränk und ließ ihren Blick auf ihren Schoß sinken, wo sich Squeak befand, der von einer Vielzahl von Nüssen umgeben war. Jedoch, statt sich wie ein gieriger Mensch in einen Tresorraum voller Geld zu freuen, knapperte er eher zaghaft an ihn und schien auch abwesend zu sein. Gaira machte seinen Anblick bedenklich und sie hob daher wieder ihren Kopf und sprach zu Orbitos: Ich muss kurz einmal für mich alleine sein. Ich hoffe, das ist okay. Orbitos zog verwundert seinen dichten Augenbrauen zusammen und wirkte dadurch nur noch strenger, doch er spürte, dass es Gaira ernst war und erwiderte daher: Nun gut, aber bitte bleib nicht zu lange fort. Nicht länger als nötig, erwiderte sie betrübt und verließ den Wolkensaal, um sich zu ihrem eigenen kleinen Palast zu begeben, der im Inneren einen überwucherten Dschungelruine glich und dem sich hunderte von Schmetterlingen aufhielten, die sich an den wunderschönen Blüten der verschiedensten Pflanzen gütlich taten. Als Gaira den Raum verlassen hatte, sprach Maris: Weiber, wer kann dies schon verstehen? Andere Wesen, die des Denkens mächtig sind, nehme ich an, erwiderte Chuira schroff und überraschte damit den Kriegsgott. Was ist denn mit dir los? Du bist doch sonst nicht so herablassend, erwiderte dieser. Ach, schon gut, vergiss es, brachte die Göttin der Gerechtigkeit irritiert hervor und fügte dann hinzu: Jetzt habt ihr es ja schließlich geschafft. Die drei haben sich getrennt und nun arbeitet jeder wieder für sich. Es ist also alles wieder in den vorgefertigten Wochen des Schicksals, nicht wahr? Klar, besser könnte es doch nicht sein, warf Phyllis kühl ein. Chuira bemühte sich, eine versöhnliche Miene aufzulegen und wortwörtlich gute Miene zum bösen Spiel zu machen, doch sie spürte deutlich, dass es ihr widerstrebte. Ein Blick zu Heia zeigte ihr, dass diese auch nicht zufrieden war. Sie starrte nach oben und ihr Lächeln war nur vage. Offenbar machte sie sich große Sorgen, doch Chuira entschied, sie nicht danach zu fragen. Sicher wollte sie auch nur ihre Ruhe haben, genau wie sie selbst. Allerdings schien auch Pisasus ihren Zustand zu merken und fragte daher: Hey Helia, was geht denn ab? Sind Wolken vor der Sonne? Ich weiß nicht, mir ist irgendwie unwohl, erwidert sie wie ein krankes Kind. Unfug, Götter können nicht erkranken, erwiderte Poseipo souverän. Das habe ich auch nie gesagt. Ich sagte nur, dass mir nicht ganz wohl ist. Vielleicht ist es nur diese ganze Aufregung, die ich nicht gewohnt bin. Auch wenn sie dieses mit einer für sie untypischen Überzeugtheit sprach, so spürte sie dennoch Zweifel. Sie wusste, dass dieses Unwohlsein daher kam, dass sie sich um Herakmarkes sorgte. Aber dieses Gefühl, sie musste es unterdrücken. Sie durfte ihr keine Schwäche zeigen. Sonst würden die anderen Götter noch dahinter kommen, was sie wirklich wurmte und sie womöglich wegen Befangenheit ausstießen. So glich der Zirkel der Götter nun einer Party in einem späten Stadium. Es wurde zwar noch gefeiert und getrunken, aber alle fühlten sich ein wenig unwohl, wenn auch aus den verschiedensten Gründen. Ominosaurus winkte seinen Gefährten zum Abschied nach, als die Thronein auf Luna fliegend verließen.
auch wenn es nicht seine Art war. So empfand er die erzwungene Trennung als ein notwendiges Leid, das er aus strategischen Gründen nun zu akzeptieren hatte. Lange schaute er Luna noch nach, sogar als diese aus seinem Blick verschwunden war, schien es, als würde er ihr noch immer nachblicken. Mit einem befreienden Seufzer wandte er sich schließlich um und stand somit vor den Toren der Stadt, wie er es sich gewünscht hatte. Die Tore waren noch spärlich bewacht, wohl wissend, dass es in der Nähe keine Gefahr gab, weshalb sich Ominousus ungezwungen näherte. Als er das Tor erreichte, rief er zu den wachenden Bogenschützen empor: Öffnet die Pforte! Hier spricht Ominöseus, einer der Helden, welche in der gestrigen Nacht für euren Frieden gesorgt hatte. Seid ihr allein? Fragte die verantwortungsbewusste Wache sorgsam. Ja. Entgegnete der Held etwas verächtlich, da es offensichtlich war, dass er sich als einziger vor dem Tor befand. Die Wache gab das Zeichen, das Tor zu öffnen, und schon wurde der Mechanismus in Gang gesetzt, welcher das schwere Tor öffnete, durch das der Kriegsheld mit einem ausgerufenen Danke trat. Als er sich so im Inneren der Stadt befand, sah er, wie die Thronheiner zusammen mit den Spartanern Hand in Hand am Wiederaufbau arbeiteten und Trümmer wegschafften und neues Baumaterial zu Gebäuden aufschichteten. Noch waren die Verhältnisse durch die Wirren des Krieges bedingt recht kühl, aber man arbeitete nun wieder zusammen und dies allein war ein Schritt in die richtige Richtung. Bedingt durch das eifrige Treiben der Arbeiter fiel Ominousus in den energisch arbeitenden Massen gar nicht auf, sodass er sich ohne Bedenken bewegen konnte. Er hielt, wohl wissend, wonach er suchte, direkt auf den kleinen Friedhof am Rande der Stadt zu, den er auch nach einigen Minuten des Marschierens erreichte. Der Friedhof war wenig prunkvoll. Eine verwitterte, fast übersehbare kleine Kapelle markierte das Zentrum des mit Eisengittern eingezäunten Friedhofes. Nicht lange musste er suchen, bis er, neben den normalen Gräbern für die dahingeschiedenen Thronheiner, eine große Fläche mit frischer Erde fand. Sicher wurden hier die Opfer des Angriffes platzeshalber beigesetzt, und man war wohl noch nicht dazu gekommen, eine Gedenktafel aufzustellen, für die jedoch bereits ein kleiner Graben mit etwa einen halben Meter Tiefe direkt hinter dem Grab angefertigt worden war. Prüfend blickte der Held um sich, um sicherzugehen, dass ihn niemand beobachtete. Zwar hatte er nichts Schlimmes vorgehabt, aber das, was er zu tun hatte, konnte ein unbefleckter Betrachter durchaus so interpretieren. Als er sich sicher war, dass er alleine war, zog er sein Schwert und schnitt sich sorgsam in die linke Handfläche, sodass diese ganz schwach blutete. Als die Bluttropfen das Grab beträufelten, sprach Ominousus flüsternd: Im Nyx geboren, im Nichts geformt, durch es gestorben, es Hölle spornt. Leben zu geben, um es zu nehmen, dies Ironie entsagt dem Tode nie. Als er diese Worte sprach, erschien vor ihm ein geschwungenes Portal, welches einen großen Spiegel mit goldenem Rahmen glich. Pechschwarze Fresken von dämonischen Statuen, die nach oben zu krabbeln schienen, befanden sich am Fuße des Portals und erreichten vereinzelt die Mitte, wo sie auf Engel trafen, welche ihnen entgegenzufliegen schienen. Wobei in der oberen Mitte ein besonders großer Engel war, der mit seinem langen, wallenden Haar fast lebendig wirkte und dem Portal eine Art geschwungene, mittige Kuppel verlieh. Das Innere des Portals jedoch war keine wiedergespiegelte Fantasie eines Schreiners oder Glasers, sondern es zeigte physische Bewegung in Form eines Flusses aus geschmolzener Schlacke und Stein, der Fluss Nyx, wo bereits der Fährmann Norak in seinem kleinen Kahn, der offensichtlich aus Holz war, auch wenn dieses, durch die Lava bedingt, nicht sein konnte, auf ein Übersetzen harrte. Der Knochenfährmann in seiner dunklen Kutte, dessen Blick stetig dem Verlauf des Flusses folgte, aus dem sich sündenhafte Seelen emporregten und ihre Arme aus der Lava streckten, in der Hoffnung freizukommen, löste seinen Blick langsam und drehte seinen Kopf fast in Zeitlupe zu dem Portal. Ominousus vermutete, dass er einen Skelettschädel erblicken würde, jedoch hüllte die dunkle Kapuze des Fährmanns dies in Finsternis. Als er seine knöcherne Hand langsam erhob und mit dem Zeigefinger auf Ominousus deutete, um die Hand anschließend mit der Handfläche nach oben zu drehen, um den Helden mit dem Zeigefinger anzudeuten, dass dieser zu ihm kommen solle. Ominousus schluckte kurz, ehe er vorsichtig die Hand auf das Portal legte und dieser in diesen verschwand. Er fasste noch einmal Mut und sprang mit einem Satz durch die Pforte, um auf Noraks Kran zu landen, welcher durch die Landung schaukelte. Ominousus blickte den Fährmann erwartungsvoll an, doch dieser schüttelte nur langsam und mahnt sein Haupt. Entschuldigung, ich hätte nicht erwartet, dass der Kahn so schaukeln würde.
entschuldigte sich Ominosus. Der Fährmann blieb stumm und schnippte mit den Fingern, woraufhin sich der Kahn langsam stromabwärts zu bewegen begann. Kritisch betrachtete Ominosus die unwirtliche Umgebung. An den Ufern des Flusses sah es auch nicht viel besser aus als im Fluss selbst. Ödes, abgebranntes Gelände lag brach in einem roten Schein, kein Strahl drang von oben durch die dunkle Decke. Lediglich Lavageysire und Lavaströme hüllten die Umgebung in ein furchterregendes Licht. Schwefelgeruch lag in der stickigen Luft und die hohe Temperatur von geschätzt 40 Grad Celsius erschwerte das Atmen noch mehr, sodass der Held husten musste. Norak bemerkte, dass es dem Helden schwer fiel zu atmen und presste ihm ein Tuch in die Hand. »Für mich?« erkundigte sich Ominosus. Norak bestätigte mit einem Kopfnicken. »Danke, doch was soll ich damit?« erkundigte sich der Sohn des Mares höflich. Norak deutet mit seinen Händen an, dass sich Ominosus das Tuch vor dem Mund halten sollte, um besser atmen zu können und dem stinkenden Schwefelgeruch zu umgehen. »Ah!« rief Ominosus aus und band sich das Tuch um Mund und Nase, sodass er besser atmen konnte, als er sprach. »Ich danke euch. Ihr seid nicht sehr gesprächig, oder?« Norak schüttelte mit dem Kopf. »Dann werden wir wohl dieses Charadespielchen die ganze Zeit spielen müssen?« erkundigte sich Ominosus mit einer unguten Vorahnung, die sich bestätigen sollte. Als Norak zustimmend nickte, woraufhin Ominosus sich wieder umdrehte und in die Laufrichtung des Flusses blickte. Er wusste, dass er wachsam sein musste. Der Fluss selbst mochte zwar nicht direkt eine Gefahr darstellen, aber er fand sich in Hölles Reich, wo es von grässlichen Kreaturen und Verdammten nur so wimmelte. Es dauerte auch nicht lange, bis er einen davon zu Gesicht bekam. Es war eine Banshee, eine verhängnisvolle Todesfee in Geisterform, die den nahen Tod eines Bekannten zu prophezeien vermochte. Dies war zumindest ihre Bestimmung auf Earu. Hier, in Hölles Reich, war es nur eine von vielen gefangenen Seelen, die im Fegefeuer vegetierte, doch noch immer klagte sie Leid und Schmerz, ihr Leid und ihren Schmerz. So schwebte schon bald ein Dutzend dieser weiblichen Geistergestalten über Noraks Kahn und schrien verzweifelt und schmerzvoll, jauchzten und weinten vor Schmerz. Dieses Leid war so bedrückend und beängstigend, wie eine Führung durch eine Folterkammer, in der gerade praktiziert wurde. Auch Ominosus empfand dies so, doch da er Schmerz, Leid und Folter gewohnt war, fasste er sich Mut und rief den Störenfrieden tapfer entgegen. »Verschwindet! Euch brauchen wir hier nicht!« Woraufhin sie jedoch nicht reagierten. Sie zeterten und wehklagten nur noch lauter, sodass der Held rief: »Genug jetzt, ihr alten Weiber!« Doch sie hörten nicht auf. Erst als er nach einigen Minuten Ungeduld sich nicht mehr bremsen konnte und sie nachäffte, indem er zornig sprach: »Heul! Alles ist so schrecklich, so dunkel und ich bin ja so ein altes, hässliches Weib. Ich habe es verdient, in der Hölle zu sein, weil ich alle nerve. Wimmer, wimmer!« Hörten sie mit dem Wehklagen auf und betrachteten verwundert den Helden, der daraufhin zornig rief: »Ja, ihr seid gemeint!« Woraufhin die Todesfeen sich wieder verzogen. Gerade mal 10 Minuten trügerischer Ruhe vergingen, ehe das Boot erneut attackiert wurde. Dieses Mal von kleinen, fliegenden Kobolden, die etwa handgroß waren und mit kleinen Dreizacken bewaffnet schienen. Sie tauchten gleich als ganzer Schwarm auf und hielten auf Ominosus zu, welcher tapfer sein Schwert zog und mitten in die Masse hiebte und so drei der kleinen Störenfriede beseitigte, während die anderen entweder mit ihren Dreizacken pieksten oder ihn mit ihren scharfen Fangzähnen bissen. Zwar waren diese Miniaturausgaben von Dämonen schwächlich und klein, jedoch zahlreich und nervig. Durch die große Überzahl und die vielen Punkte, an denen Ominosus mit leichtem Schmerz ihre Angriffe spürte, gleich einem Entomologen, der feststellte, dass er sich mitten in einen Ameisenhaufen gesetzt hat, schlug er wild um sich und war damit überaus effizient. Zwar waren seine Schläge nicht gezielt, aber dafür zahlreich, schnell und ihn fast komplett umgebend, sodass er die Angreifer recht gut abwehren konnte. Doch immer wieder kamen neue aus dem schier endlosen Schwarm. Schnell geriet Ominosus so aus der Puste und trug einige Kratzer und Bisswunden davon, sodass er sehr verletzt aussah, wobei die Schäden jedoch nur oberflächlich waren und weitaus schlimmer wirkten. Doch dann kam die rettende Idee. Er riss sich das Tuch vom Mund und wickelte es um seine Schwertklinge, welche er daraufhin eilig in den Fluss steckte. Sogleich hatte er eine Seele an der Angel, welche versuchte, sich an dem Schwert hochzuziehen.
Die Seele sah nicht so unkörperlich aus, wie man es vermuten mochte. Im Prinzip glich sie einem Skelett mit einer rot flammenden Aura. Ominousos biss die Zehen zusammen und gab sich alle Mühe, die Schmerzen zu unterdrücken und konzentrierte sich so gut er konnte darauf, das Schwert möglichst schnell aus dem Zehenfluss zu schwingen. Es gelang ihm, und als er das Schwert mit etwas spritzendem Magma aus den Fluten zog, hing die Seele an der Spitze, welche eifrig und bestrebt nach den Kobolden griff, die so wild umherflatterten, dass sich die Seele wohl von diesen bedroht fühlte. Dabei legte die Seele ein erstaunliches Tempo an den Tag. Wild schwang sie ihre Hände, die eher Klauen waren, um sich, fast so schnell, dass man es mit bloßem Auge gar nicht wahrnehmen konnte. Und immer wenn sie einen Kobold erwischt hatte, eilte die Klaue zum Maul der Seele, wo dieser verschlungen wurde. So dauerte es keine Minute, ehe die Kobolde von Ominousos abließen und eilig das Weite suchten. Die Seele reckte sich noch nach den Kobolden, doch erreichte sie diese nicht mehr, weshalb sich langsam zu Ominousos umdrehte, welcher beunruhigt, aber gefasst seinen Helfer anblickte und erschrocken sprach: Hab Dank. Die Seele blickte den Helden an und dieser hoffte darauf, dass er nicht vom Regen in die Traufe kommen würde. Dies geschah auch nicht, denn auch wenn die Seele verdammt war, so schien sie doch zu wissen, dass Ominousos nicht ihr Feind war, weshalb sie von der Klinge zurück in den Fluss sprang. Tönte es mit tiefer Stimme von Norak. Hast du was gesagt? Erkundigte sich Ominousos eilig. Norak zuckte mit den Schultern, offenbar wusste er es selbst nicht so genau. Scheinbar war er selbst von diesem Ausruf so sehr überrascht, dass er selbst noch nicht herausgefunden hatte, wie er diesen erzeugt hatte. Stumm akzeptierte Ominousos Noraks Schulterzucken. Er hatte genug andere Sorgen und weder Zeit noch Lust, sich diesen Kleinigkeiten wie Noraks verbalen Fähigkeiten zu widmen. So erreichte der Held, geleitet von Norak, schon bald das Anufer des Nyx. Wobei diese Formulierung nicht ganz richtig ist, da der Fluss sich in einer elliptischen Bahn bewegte und so weder ein Anfang noch ein Ende hatte. Keine Quelle speiste ihn und im Kain Meer versiegte er. Das Ufer unterschied sich kaum von den anderen Landmassen, welche den Nyx umgaben. Lediglich der große, dunkle Palast des Gottes Hölles ragte weit empor und schien durch die Decke zu brechen. Von der Form her ähnelte er den oberen Hälfte eines Tannenzapfens, jedoch mit dem optisch sehr makaberen Unterschied, dass die einzelnen Zapfenplättchen am Ende nicht abgerundet waren, sondern in bedrohliche Spitzen zuliefen. Auch waren sie nicht abgeplattet, sondern lagen in einer konvexen Dreieckstruktur vor, sodass sie, bei direktem Draufblicken, auf die Spitze, wie ein dreiarmiger Ventilator erschienen. In der Mitte des Gebäudes befand sich ein großer Torbogen, zu dem eine lange Treppe, die fast bis ans Ende des Flusses reichte, führte.